lassen den Bus gerade einfach rollen. Ich kann. Yo, bleib im Weg stehen mit deinem Golf. Man könnte dich jetzt kaum verstehen, weil ich jetzt nämlich ganz hinten sitze. Oh. Ich bin jetzt aber schon wieder nach vorne gegangen. Okay. Da steht die nächste. Jetzt geht der auch weiter. Geil, oder? Ey, ich hau dir gleich die Mütze runter, du Arsch! Schon traurig, wir hätten vielleicht eine Runde früher fahren sollen, ne? Aber das ließ sich ja heute nicht mehr einrichten, weil schon zu spät gewesen. Mhm. Weil Freddy und ich waren voraussichtlich eigentlich nur Realzeit. Ja, ist auch so. Ich kann es nicht ab, wenn ich irgendwelche gefakten Zeiten fahre. Wie ich das gekotze. Und wir fahren auch immer echtes Wetter, ne? Ja. Das stimmt. GPSC. Dach, Kollege. Wir haben jetzt hier gerade 6 Grad Außentemperatur. Oh, bei mir sind die Schilder schon wieder schwarz. Nee, oder? Doch. Oh Gott, nee. Um sie, weil geht. Nee. Um sie, weil es zu Steam gehören muss. Und ich fahre jetzt nur ganz gemütlich mit 50, ne? Oh, da kommt mir gerade der Kollege entgegen. Następny przystanek. Von der 53. Komuny Paryskiej. Oh, da kommt mir noch ein Bus entgegen. Von der Linie 107. Haben mir gerade auch 2 entgegen? Mhm. Also im Rückspiegel sind sie schwarz, wenn ich sie mit dem Licht beleuchte, sind sie silber. Kanäle der Schilder im Arsch oder was? Ich weiß nicht. Das ist das erste Mal, dass mir das auffällt. Wo bist du gerade überhaupt? Ich fahre jetzt ja gerade an. Komuni Barriersche da dran. Ja, und links steht schon wieder ein Kollege. Ne, 2. Nö, mir kamen gerade 2 entgegen und da links steht wieder einer. Ne, bei mir steht da keiner, aber es will immer noch keiner einsteigen. Also ich glaube, ich kann das echt sparen, da anzuhalten, ne? Ich bin gerade an die Haltestelle dran gefahren und hier steht einer. Ha, der will bei mir einsteigen. Das echt? Ja. Bei mir war keiner eingestiegen. Doch, bei mir ist jemand eingestiegen. Wilcza Viadukt. Wilcza Viadukt. Jetzt habe ich 2 Fahrgäste drin. Naja, ich fahre auch alleine noch mit dem Gelenk, ne? Ach, jetzt kommt mir noch ein Bus entgegen. Aber irgendwas in Rot da drin stehen, Betriebsfahrt oder sowas. Aber es gibt doch keinen Betriebshof für Stettin. Ja. Ich wollte ja mal einen bauen. Für die Firma, die wir jetzt nicht mehr nennen, ne? Genau. Lässt sich echt super mit dem Ding fahren. Ja, vor allem so ruhig auch eigentlich, ne? Ist schon fast einschläfernd. Wie gesagt, ich fahre die ganze Zeit mit einer Hand. Ich fahre auch nur. Habe ich auf dem Bein. Ich fahre nur sowieso immer nur mit einer Hand. Ja. Man könnte natürlich immer wieder mal mein Lenkrad hören, ne? Und mit einer Hand festzuhalten, das ist natürlich ein bisschen schwierig dann, ne? Gerade wenn das vor Speedback dann losgeht. Oh, ja. Ach, jetzt weiß ich warum. Was? Ich habe doch vorhin, habe ich doch erzählt, ja, ich wollte mal hier Neuendorf probieren, ne? Mhm. Und habe eine Aufnahme gestartet. Und dann war ich ja eine Stunde oder so weg und währenddessen hat er immer noch weiter aufgenommen. Könnte sein, dass meine Festplatte bald am Überlaufen ist. Ups.
Das ist nicht so gut. Następny przystanek z Czanieckiej. Warum egal. Hat jetzt schon Platz Rodua drin. Ja, das kann ich dir jetzt aber auch nicht verraten, ne? Ich habe ein bisschen weit geschaltet von der Ansagen her. Und ich muss ja mal ein ganz großes Lob aussprechen, ne? Unsere OMSI2-Videos, die kommen ja richtig bombastisch an, ne? Alter, leck mich fett, was in der letzten Zeit jetzt gerade so auf meinem Kanal abgeht, ne? Monströs, echt. Also nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, komm, das ich weiß es auch nicht. Wenn es bei mir so abgehen würde, hätte ich natürlich auch mal... was geht denn hier für eine Scheiße ab? Also wenn ich in meine Statistiken reingucke, dann denke ich mir... Mateki. Achso, wir haben ja 20 Uhr schon. Następny przystanek. Mateki. Ja, Bremsen funktionieren immer noch hervorragend, ne? Ja, klar. Guck mal. Endlich mal auch mit dem der Vorwärtsspeed entsprechend, ne? Weil. Ja, Rechtsabbiegerpfeilchen. Ach, ich stehe vor so einer komischen roten Ampel hier. Dann muss er rechts abbiegen. Ne. Ich muss hier noch geradeaus. Ach, du bist schon ein bisschen weiter, ne? Ne, ich bin noch gar nicht rechts abgebogen. Aber das Turbo-Pfeifen ist einfach nur genial, ey. Das was? Das Turbo-Pfeifen. Ja, stimmt. Da hört man wenigstens mal, dass da hinten was passiert. Ganz einfach. Episch. So, jetzt muss ich rechts abbiegen. Oh, da stehen ja Leute. Gucken, fährt vielleicht einer mit? Nö, mit dir fährt keiner mit. Und habe ich rechts? Da hast du vollkommen recht. Darfst mich auch Gott nennen. Następny przystanek. Blackrottler. Die Ampelschaltung verstehe ich eh nicht, Frau Blackrottler. Dann musst du, obwohl du grün hast, echt nach rechts gucken, weil dir ein Auto entgegenkommen könnte. Ja. Ich stehe an Blackrottler und da steht ein Bus. Sollte mal Linie und Kurs rausnehmen, sonst steigt die Olle nicht aus. Ich dachte, du hättest zwei angenommen. Was zwei angenommen? Ja, zwei Fahrgäste mitgenommen. Ja, aber einer ist schon zwischendurch ausgestiegen. Das ist ja auch so eine Sache, die ich nicht verstehe, ne? Der Nachläufer ist jetzt zum Beispiel grafisch dunkler dargestellt als das, als der vordere Teil vom Bus. Und manchmal ist es auch andersrum. Tja. Man hat das, man sieht das bei mir auch im Intro, beziehungsweise am Anfang des ersten Parts. Da kann man das wunderbar erkennen, du. Auch hier zum Beispiel, dass ich schwarze Streifen habe. Schwarze Bäume und so. Kann natürlich an der Nacht liegen, keine Ahnung. Nee, ich bleib immer noch bei meiner Meinung, es liegt ans Team. So, Meister, jetzt komm mal hier ran auf den Meter. Ja, ich bin ja, ich versuch's ja schon, aber ich hab rote Ampel. Oh Gott, ey. Vor mir ist gerade ein Bus, rein, mild und klar. Kennst du schon die Tomtatz-Quelle? Welche Quelle? Das reinste Mineralösi? Nee.
Ah, der Bus vor mir fährt gerade weg. Oh, 5 Meter gefahren. Der hat nichts geschildert und fährt trotzdem. Wo will der hinfahren? Ja, ist mir auch egal. So, dann biegen wir mal ab. Nach, nach Blackrodler. Naja, ich stehe hier schon und warte. Guck dem Straßengeschehen zu, was hier passiert. Warum bewegt sich meine Göttin? Wo die Heizung aus ist. So, wo haben wir denn hier Betriebsfahrt? Betriebsfahrt? Der will bei mir nämlich auch nicht aussteigen. Ja, dann mach doch einfach Linie Kurs einmal draufdrücken und auf Eingabe. Dann muss der aussteigen. Mein Motor ist aus, ne? Ah, soll ich dir was sagen? Was denn? Ich glaube, ja, ich hab's gemerkt. Und zwar zeigt er mir jetzt meinen, oh, ich habe irgendeine Nachricht auf dem Handy bekommen. Egal. Und zwar habe ich auf einmal einen Mausfall wieder da, ne? Ja. Und der hat meinen Bus schon wieder festgehalten. Aber gut, dass ich hier schon am Ende stehe. Ja, dann würde ich sagen, mach deine Abmoderation. Warte mal, unbeantworteter Anruf, private Nummer. Ja, private Nummer kann mich anrufen, ist mir scheißegal. So. Ich würde sagen, das war's soweit mit dem NG-Aufsteh-Team. Hat mich natürlich wieder gefreut, dass Thomas dabei war. Das ist selbstverständlich. Ja. Oh, jetzt schreibt man mir gerade. Naja, das ist egal. Naja, auf jeden Fall. Das war's soweit. Ich hoffe, das hat euch hier gefallen. Mal mit dem NG272 in Stettin. Mit dem ZF-Getriebe wohlgemerkt. Mit dem ZF-Getriebe, genau. Coole Arbeit von Morphy. Ja. Ich habe soweit nichts mehr zu sagen und ja, ich habe noch was zu sagen. Ich muss jetzt gleich auch telefonieren. Ja, ich bin ja auch ganz schnell. In dem Sinne, liebe Leute, danke fürs Zusehen. Haut einen Daumen nach oben rein, abonniert uns und in dem Sinne, haut da rein, bleibt da geil, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Thomas. Ciao, ciao. Tschüss. So, und jetzt muss ich mal an.